So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen Popöchen. Ja, Halloween Special, kann man fast sagen. Kann man das sagen, Halloween Special? Oder eben halt Reformationstag? Naja, wir im Norden haben wir heute freigekriegt. So, wegen der Schminke und so alles muss ich heute tatsächlich mal ohne Brille lesen. Mal gucken, wie das denn wohl ausschauen mag natürlich. Wenn sich das jetzt langsam so einbürgert, werde ich mich hier sicher auch wohlfühlen. Genau, da war ich stehen geblieben. Waren wir da wirklich stehen geblieben? Ich habe das Gefühl gehabt, wir sind weitergekommen eigentlich, ne? Hey, wie waren wir noch weiter? Die Zukunft wird zeigen, ob ich heute Abend die richtige Entscheidung getroffen habe. Okay, das war doch richtig. Die Stimmung beim Abendessen war prächtig. Ich weiß zwar, dass Peter und Nikolai mir grundsätzlich nichts Böses wollen, aber ich sollte trotzdem im Hinterkopf behalten, dass sie Vampire sind. Lori und ihre zwielichten Spielchen bleiben auch weiter ein Problem. Natürlich, wie auch sonst. Ich spüre einen Windhauch in meinen Rücken. Ängstlich drehe ich mich um. Ich sehe, dass das Objekt meiner Gedanken sich lässig auf mein Bett gesetzt hat. Hey, das ist mein Bett, runter da. Ich spüre, wie mir gewisse Wut hochsteigt. Furcht, ich habe keine Angst mehr. Ein Zauberer. Da haben wir keine Angst mehr vor Vampire. Na sowas? Unser kleines Ding weiß, dass es eine Zauberin ist. Ja, solltest du nicht Angst haben, mein Freund. Raus aus meinem Zimmer, Drogo! Du hast hier nichts verloren! Ich versuche mich von der Spannung, die in der Luft liegt, und von meiner Angst nicht aus der Ruhe zu bringen zu lassen. Nein, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Wovon denn? Das ist ja nur ein kleiner Affe, so ein Teenager-Affe, der eigentlich Angst vor uns haben müsste eigentlich, ne? Ja. Ich hab Angst vor uns, Drogo. Er steht auf und ist von seiner Macht überzeugt. Er nährt sich und nimmt immer mehr von meinem Blickfeld ein, bis ich am Ende nur noch ihn vor mir sehe. Oh, Drogo. Du hör mal auf, da, blöde Kuh. Ich spüre, wie ich gänzlich von seiner unheimlichen Gegenwart eingenommen bin. Dein Zimmer ist ein integraler Bestandteil dieses Hauses. Im gewissen Sinne bin ich also auch bei mir. Ja. Ihm die Stirn bieten. Bleib weg von mir oder ich verwandle dich in einen Frosch. Ich balle die Fäuste und nehme mir vor, jetzt nicht vor ihm einzuknicken. Auf keinen Fall will ich ihm meine Schwächen zeigen. Nutze die Chance, solange es noch möglich ist. Ich werde nicht für immer so ohnmächtig bleiben. Schon bald bin ich eventuell nicht diejenige, die das letzte Wort hat. Er wirkt überrascht, wie ich mit ihm spreche und sieht mich hämisch lächelnd an. Der lächelt ja gar nicht, lächelt mal. Wirklich, ich kann es kaum erwarten, das zu erleben. Ich hatte schon Angst, ich würde mich mit dir langweilen. Ich bin kein Spielzeug! Nein, eher ein leckeres Erbchen, von dem ich naschen werde, wenn mich die Lust packt. Wenn ihn die Lust packt, sag mal, was, wo sind wir eigentlich? Ich spüre, wie in mir die Wut hochsteigt und stoße ihn heftig von mir weg. Also versuche ich zumindest. Aber er bewegt sich kein Millimeter, sondern verzieht nur spöttisch die Augenbraue. In mir drin tobt ein heftiger Energiestoß. Das ist stark und mächtig. Irgendwas Undefinierbares, das ich noch nie erlebt habe. Ja, verzauber in den Frosch. Frosch. Okay. Nein, wir wollen keine Videos gucken jetzt gerade. Das Ganze droht, mich hinwegzufegen. Ich bekomme kaum Luft, so als würde ich ersticken. Von Ihnen aus gesehen oder von uns aus gesehen? Was? Auf einmal bricht alles Glas um uns herum. Im gleichen Moment zieht mich Drogo an sich heran und trägt mich in Windeseile ans Ende des Raums. Oh, das kann er machen. Das ist ja fast wie bei hier Twilight, oder? Da werde ich das mal machen, wenn nicht. Nur wenige Sekunden später ist alles vorbei. Drogo hält mich immer noch fest in seinen Arm und schützt mich mit seinem Körper. Was ist denn da passiert? Ich drücke ihn sanft von mir weg und sehe, dass er an einigen Körperstellen kleine Schnittwunden hat. Ich stehe wie versteinert da. Oh, Drogo. War ich das etwa? Und dann muss er sich vor uns, dann muss er uns vor uns schützen. Ja, wahrscheinlich. Angsterfüllt kreuzten mein Blick den seinen. Erschöpft klammere ich mich an ihn. Kann ich nicht irgendwas anderes aussuchen? Ach, je, ich bin erschöpft einfach.
Die Macht ist stark in mir. Sein Blick ist auf einmal intensiver. Er scheint diesen Zwischenfall nicht schlimm zu finden. Naja, kein Problem, alles ging nur kaputt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ermüdend sein würde. Gute Nacht. Das kleine Ding wird wohl ein wenig trainieren müssen. Ich werde vor allem meine Emotionen kanalisieren müssen. Okay, jetzt müssen wir, es ist gleich Werbungszeit. Wir müssen mal ganz kurz Pause machen. So, das mit Kartenlegen haben wir jetzt auch schon gemacht. Und es geht weiter, ich muss bloß nur den richtigen Button finden. So. Ah, schade, ich mag es, wenn du so wütend bist. Er kann aber auch nervig sein. Puh, ich bin müde. Du denkst auch, du bist ein kleiner Schlauberger, was? Sorry, aber jetzt gerade war ich nicht daran schuld, dass das passiert ist. Nein, natürlich nicht. Du bist der Grund meiner Aggression. Ich bemerke auf einmal, dass ich noch immer an ihn klebe. Wir sind uns unheimlich nah. Sein Atem weht über meine Wange. Seine Arme umklammern meine Taille. Sag mal, wieso atmet der? Das ist ein Vampir. Ich will mich eigentlich von ihm lösen und einen Schritt zurück machen, aber ich stehe mit dem Rücken direkt an der Wand. Natürlich tun wir das wieder. Könntest du bitte, du weißt schon. Nein, wirklich nicht. In diesem Fall werde ich auch wohl noch einmal von vorne anfangen müssen. Ich spüre sein Lachen an meinem Hals, was mich frösten lässt. Ich habe unstiller Lust nach mehr. Ich muss auf jeden Fall wieder stehen. Ach, schade. Also, meine lieben Leute, das war's auch schon wieder für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Verdammte Axt, es hängt wieder. Und frohes Halloween, wie auch immer. Ciao.